Thema Basketball ist bei mir halt eh für mich persönlich jetzt ein großes Thema. Und dass das dann mit dem Kunstthema so zusammenkommt und man da auch so frei war in der Gestaltung, was bei so Projekten und so kollaborativen Projekten auch nicht immer so ist. Das ist schon einmalig und ich finde es total krass. Insgesamt ist Sugar Mountain eigentlich ein Kunst- und Kulturprojekt, wobei die Kultur also zwei Aspekte hat, eben einmal wirklich ein klassisches Programm, was im Rahmen von Veranstaltungen vorkommt, also Theater, Musik, Festival, Performance, Corporate Events, alles was man sich vorstellen kann. Und der zweite Kulturaspekt liegt aber eben in diesen urbanen Bewegungsflächen, die zusätzlich künstlerisch gestaltet sind. Und diese Bereiche sind eben vornehmlich im Außengelände zu finden. Es ist eben ein großer Skatepark, ein Bereich mit Ping-Pong, wo man Tischtennis spielen kann, dann eben unser wunderschöner Basketball-Court, eine Kletterwand, es gibt auch ein Boxing-Gym, Outdoor-Gym, also ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, wo Leute auch einfach hierher kommen können. Das ist ein kostenfreies Angebot, wirklich unkommerziell, Non-Profit-orientiert, um hier ein urbanes Leben zu ermöglichen. Wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, es ist wirklich das erste Projekt in Deutschland zumindest, wo so ein Basketball-Court künstlerisch bespielt worden ist. Und da dabei zu sein, ist natürlich mega gut. Es ist ja schon auch ein Projekt des Sugar Mountain, was sich jetzt auch wirklich als Münchner Projekt versteht oder auch ganz konkret für die Stadt etwas tun möchte. Und zum anderen passt der FC Bayern Basketball natürlich gut zu uns, weil es aber über diesen ganz lokalen Kontext auch drüber hinausgeht, in die Welt, ins Internationale. Es ist halt eine super krasse Anlage. Also ich selber habe jetzt outdoormäßig nie so gespielt. Und es sind vier Körbe. Also man hat ja schon so ein Problem mit Überfüllung dann oft bei den Courts und so. Und da ist es auf jeden Fall eine super Möglichkeit, würde ich sagen.